Frohe Weihnachten wünsche ich dir und deiner Familie. Genießt die Zeit, lasst euch gut beschenken. Das hier ist ein kurzes Video, weil ich einfach nur gerade euch sagen wollte, naja, frohe Weihnachten, ne? Das hier ist noch nicht das Jahresende oder ich sag mal das, ja, Silvester-Video, kann man sagen, das Neujahrsvideo. Nein, aber das hier ist schon mal das Video, wo ich sagen kann, wir haben ja schon einiges geschafft. Ich meine, wir haben jetzt schon auf Steam das Ganze hochgeladen, es funktioniert auf Steam wunderbar. Und das hier ist das neue Update. Ich habe hier schon wieder ein paar Sachen vergessen. Eieiei, Schande über mich, aber ich bin auch gerade noch 100.000 Sachen nebenbei am machen. Ich habe eine riesige Investition in BOD reingehauen und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, egal. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mal gerne unten in dem Video Kommentaren einfach mal erraten, was ich denn prinzipiell hier gemacht habe. Ich kann direkt sagen, nee, ich sag's nicht direkt, die offensichtlichen Sachen sind es vermutlich nicht, also wenn du gerade an irgendwas übelst Offensichtliches denkst, dann ist es das definitiv nicht, aber das Ganze funktioniert und ich bin extrem zufrieden hiermit, also es ist schon extrem nice, mir gefällt der Look extrem, wobei ich sagen muss, das hier ist jetzt nicht unbedingt der Original-Look, also ich habe das ja im Stream schon mal erwähnt, ich spiele gerade mit einer extremen Erhöhung der Grafik, also das muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, die Auflösung hier ist auch in der Aufnahme gut, also das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade hier oben links stets 41 FPS, aber wie das jetzt in der OBS-Aufnahme ist, weiß ich nicht. Warum ich nur 41 FPS habe, liegt aber einfach wirklich daran, dass ich gerade in Ultra Resolution spiele und entsprechend deswegen alles halt extremst scharf aussieht und entsprechend auch viel, viel besser aussieht, ne? Also das ist halt, muss man dazu sagen, sonst wird man hier auch die Oberleitung gar nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen, scharf sehen. Es ist einfach wirklich viel, viel schärfer. Ich finde das so viel geiler, so zu spielen, weil du siehst halt Details, die du sonst nicht sehen würdest. Und das finde ich halt schade, wenn man so ein paar Details nicht sieht. Ich meine, man kann ja auch technisch gesehen alles sehen. Nur entsprechend braucht man dann hierfür auch viel, viel Performance. Oben in der Mitte habe ich nochmal da hinzugeschrieben oder generell hinzugefügt den Text. Also für was so eine oder um was so eine Alpha-Version es sich gerade handelt. Ich werde jetzt auch mal aufhören. Ich werde jetzt entsprechend auch mal Zeit mit der Family verbringen. Und beziehungsweise mache ich ja jetzt gerade schon. Wenn ihr das Video seht, das ist ja dann schon ein bisschen durch, ne? Auf jeden Fall wünsche ich euch was. Feiert schön, lasst euch gut beschenken und erratet definitiv gerne mal, was die Investition war. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr eine Idee oder einen Wunsch für ein Gewinnspiel habt, schreibt das auch gerne, liebend gerne unten in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall freuen, eure Meinung da mal zu hören. Ich kann natürlich jetzt ein x-beliebiges Gewinnspiel machen. Ja, natürlich. Aber ich will ja auch, dass ihr daran Spaß habt und dass ihr denkt, oh mein Gott, das ist ein schönes Gewinnspiel. Das ist fair, das ist für viele Leute, das ist für einige, das ist für mich ideal, wer weiß, hier muss noch Wasser rein, dann kann man da draus trinken, genau. Also Leute, wie gesagt, was haltet ihr übrigens von den Bäumen? Ich habe jetzt mittlerweile die Megascan, hieß das Mega? Ja, Megascan, ne? Ich sage immer Metascan. Megascan-Bäume eingefügt und es sieht extremst nice aus. Ich denke, dass wir noch irgendwann mal viele Spiele drin haben, aber ich muss sagen, die insgesamte, oh, was war das für ein Schattenfehler gerade? Die insgesamte Komposition gefällt mir hier extremst gut. Oh, seht ihr das? Da hinten den Schatten. Das ist noch ein Fehler. Egal, auf jeden Fall, ich finde das insgesamt auch als Mix extremst schön und gut. Es sieht nice aus, mir gefällt das Ganze drum und dran. Es hat eine extrem geile Ambiente, würde ich sagen. Jetzt fehlt nur noch so der Ambient-Sound. Oh, jetzt hängt es gerade, das hängt manchmal für ein paar Sekunden, gerade im Ultra-Modus, wenn da irgendwas Spezielles lädt. Und ich muss wirklich sagen, das hier ist einfach nur heftig genial. Manchmal laden die Texturen extrem langsam, aber, keine Ahnung, es liegt einfach wirklich an der Masse. Da muss nochmal was optimiert werden. Ich habe ja im Stream schon mit dem guten Phil Online-Test gespielt. Ich werde jetzt auch noch mal demnächst die Dedicated Server testen. Hier, das gefällt mir so sehr. Ich meine, da drüben ist halt noch nicht so viel fertig, aber es gefällt mir insgesamt sowas von extrem. Guck mal, da hinten das Dach, das muss noch komplett erneuert werden. Aber ich finde das so nice. Also Leute, ich bin hier gerade ein bisschen am Sabber. Mir gefällt das so unheimlich gut. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ihr könnt auch mal gerne Meinung zu dem Spiel in die Kommentare reinschreiben. Was gefällt euch nicht so sehr? Ja, die Grasregel, also Generation, die muss ich mal, jawohl, eigentlich ist die so passend, muss man auch mal sagen. Eigentlich ist die so passend, hier den Wegrand, den muss ich vielleicht noch ein kleines bisschen anpassen. Ansonsten gefällt mir das ja alles mega. Das ist halt, ich finde das so schön, also das ist klar, man muss doch einiges verbessern, aber ich finde die Umgebung hier so dermaßen schön. Vor allem, wenn dann auch die Stadt nachher irgendwann mal fertig ist, daran arbeiten wir ja auch noch. Da kann man hier so viel machen und so viel bestimmt sehen und ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und das ist auch der Grund, warum das hier immer weitergeht. Oh, hier die Interaktion hat noch gefehlt, weil ich mich einfach selber übelst dafür begeistern kann, wie es hiermit weitergeht und ich kann mich halt wirklich da, ja, ich sag mal, zu begeistern, hier auch konstant weiterzumachen, weil es eben extrem nice ist und ich freue mich auch übrigens auch schon übelst auf diese Investition. So, lange Rede, kurzer Sinn, ja. Feiert schön, ne? Lasst euch gut beschenken. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Livestream.
vor Neujahr und spätestens im Neujahrsvideo. Eieiei, deutsche Sprache, schwere Sprache. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.